Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, in dieser Folge... Hey. In dieser Folge gucken wir uns hier mal wieder nochmal ein bisschen um, looten noch ein bisschen. Und wir sind ja, muss ich ganz ehrlich sagen, fast mit diesem Teil hier durch, also diesen Teil der Stadt durch, ne? Wenn ich jetzt mal auf der Karte gucke... Wir waren jetzt hier über... Also wir waren hier auf jeden Fall. Wir waren hier jetzt. Jetzt müssten wir jetzt noch das hier machen. Das geht relativ schnell, weil das hier ein bisschen weniger ist als das hier. Und dann kommt nur noch... Na, was heißt nur noch? Das alles dran. Aber nach und nach. Ich mache die jetzt nicht die komplette Stadt auf einmal. Weiß ich jetzt schon. So. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja hier etwas. Okay. So. Hier scheint ein Boxkampf zu starten. Ob ich hier boxen darf? Willst du nicht gegen unseren Meister antreten? Ich mach dich alle! Blut wirst du wie läuft das Geschäft? Siehst du das nicht? Ich heiße Geralt. Patty Gruber, Buchmacher. Du bist sicher hier, um zu kämpfen? Jawohl. Erzähl mir von den Kämpfen. Was kannst du mir über die Kämpfe erzählen? Sie finden in Novigrad, auf Skellige und in Velen statt. Jede Region ermittelt ihren Meister. Aber um gegen solche Meister anzutreten, musst du mindestens 3 weitere Kämpfer in der Region besiegen. Okay. Besiege die Meister von Velen, Skellige und Novigrad. Dann gewinnst du den begehrten Titel des Meisters der Meister. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Also, wir können es probieren, aber ob das was wird, ist so eine zweite Sache. Ja, wenn dann no risk, no fun, ne? Ich bin bereit. Hört ihr? Endlich ein Kampf! Unser Meister Archibald O'Neill tritt gegen Geralt an. Kämpft! Der Stufe 18, ey. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Fehler. Das darf ich alles während des Kampfes nicht machen. Okay. Oh, oh. Wir können ihn noch schaffen. Ja, gerade so. Oh, Alter. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Meister. Den Mann, der Archibald O'Neill entthront hat. Bravo, Geralt. Ein schöner Kampf. Ich will Meister von Novigrad werden. Gegen wen muss ich kämpfen? Dir stehen 2 weitere Lokalmeister zur Auswahl. Rambok und Mortimer, Hauptmann der Tempelwache. Oha. Nice, den haben wir schon mal geschafft. Das gefällt mir. 100 Kronen haben wir bekommen. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Wie läuft das Geschäft? Eventuell ja. Einfallspinsel. Ey, eben noch beeindruckt und jetzt mich beleidigen hier, oder wie? Das sind die Bürger von Novigrad. Eindeutig. Man merkt es. So. Wo kommen wir denn hier hin? Also langsam verliere ich echt den Überblick, wo wir sind. Besonders bei, nun ja, bei den demütigste Grüße. Verhältnissen. Oh, jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf, ey. Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Ich muss zum Brunnen. Natürlich, um ihn zu vergiften. Ganz sicher. Na nun? Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfin. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Erzähl die Wahrheit. Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling, die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, Hexer. Von außen bild hübsch diese Elfinnen. Aber von innen verdorben.
Na, lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Ja. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Dagegen kann ich aber leider nichts tun. Dagegen kann ich nichts tun. Warum hast du dich überhaupt eingemischt? Du hast diese Flegel nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen vertrieben. Um dich gerecht und gut zu fühlen. Ein Ritter auf einem weißen Ross. Oder liege ich da falsch? Geh, Wattgern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Alter. Double Chase, tausendmal Double Chase. Double Chase mal tausendmal Double Chase? Alter, red doch nicht in so fremden Zungen. Hallo, ich bin Geralt. Ich bin Geralt, der manchmal da ist und manchmal nicht. Darf ich das hier mitnehmen? Wenn keiner guckt. Alles klar. Der Hütte waren wir auch noch nicht, ne? Okay. Ja, warte mal, da unten ist was. Wir sollten vielleicht gleich nochmal bis morgen pennen, weil ich einfach hier im Dunkeln nichts erkenne. Und ich sowieso schon planlos durch die Stadt laufe, weil ich mich total verlaufen habe. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin gerade. Ich gehe mal lieber, ne, bevor ich euch noch wecke. Das möchte ich natürlich nicht. So, dann penne ich mal hier eine Runde auf der Veranda, wollte ich schon sagen. Und zwar, ich würde sagen, bis 5 Uhr, das reicht. Dann ist wieder hell am Tag. Wir können ein bisschen mehr sehen. Hurra! Zwar noch kein besseres Wetter, aber das wird sich wahrscheinlich auch noch legen. Ich pissen gehen, aber dann wird mein Arsch nass. Hm, hast recht. Solange ich nicht auf See bin, ich bin kannst so ruhig schiffen. Feucht. Wie? Da das gehört, sie ist so, feucht. Ich will nicht wissen, warum. Aber ich schätze mal, es ist wegen dem Regen, oder? Aber eigentlich will ich es ja gar nicht wissen. Warum frage ich überhaupt danach? Ein Sturm, verdammt. Ich habe mich eindeutig verlaufen. Wo sind wir denn hier, Mensch? Okay. Ah, da oben ist was. Da möchte ich hin. Oh, Entschuldigung. Oh, Vorsicht. Entschuldigung. Kommen wir denn da nicht hoch? Oh. Kann doch nicht sein, dass wir da nicht hochkommen, oder? Egal, anscheinend doch. Ja, hier wird auch nichts weiter sein, wirklich, oder? Hier ist auch keine Wache. Da hinten sind Wachen, ne? Ich pass mal ein bisschen auf. Kommen wir da oben rein? Nein. Ach, hier ist der Hafen, ne? Ich weiß wieder, wo wir sind. Hier ist der Hafen. Hier ist ein Haus, wo ich noch was einsammeln kann. Das Doppelte. Wieso, weil es besser flutscht, oder wie? Oh Gott, ey. Wenn mir das schon so vorstelle, ne? Warum fangen die eigentlich mit so einem Scheiß an? So, jetzt mal klaren Kopf kriegen. Wir sind hier beim Tempel. Und haben ja hier auch eben was geguckt. Wir müssten einfach zum Hafen gehen hier und auch ein bisschen da was gucken. Denn, wir sind hier soweit durch. Jetzt müssten wir einfach ihr uns nur noch am Hafen rumtreiben. Oder sagen, trampeln. So, der Hafen ist hier. Du kommst mir bekannt vor. Oh, Kaufmann.
Müsste eigentlich pissen gehen, aber dann wird mein Arsch nass. Ja, wir sind am Arsch. Wegen wie dieser hier würde in Serikanien ein Vermögen einbringen. So, hier wollte ich ja auch noch rein in die Häuser. Ich weiß mal nicht, ob das so gut ist oder nicht. Ich glaube, da kamen wir nirgendwo hin, oder? Doch, kamen wir, aber hier habe ich, glaube ich, nichts verloren, weil ich hier schon war. Bin mir gar nicht so sicher. Ah, doch, hier war dies mit dem, genau, wo die Jungen standen. In letzter Zeit regnet es häufig. Ich weiß auch. Und dadurch, dass es regnet, ist es so dunkel hier und ich sehe kaum was. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Es wäre wirklich besser, wenn wir nochmal bis zum Tag warten. Nochmal eine Nacht verweilen. Ich meine mal, die Zeit haben wir doch. So. Und dann lieber noch 2 Stunden länger, damit es auch ein bisschen hell ist. So. Novigrad ist ein Geisteszustand, klar? Auftrag, das Ding aus dem Sumpf. Wir können also anscheinend die Quest abholen, also die Sachen, das Gold. Gar keine üble Jacke für einen Rumtreiber. Vielleicht können wir sie ihm wegnehmen. Können wir mal. Du hast doch nur Mist im Schädel. Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Ach, ihr meintet mich? Alter, wie unfreundlich. Wie unfreundlich, einen Hexer zu berauben zu wollen. Ah, komm schon. Na dann. Hoppala, falsche Tür. Entschuldigung. Rüpel. Ach ja, es ist wohl nicht der Teufel. So, hier möchte ich eigentlich gerne, ungern hier rüber gehen über den Hafen, weil wir halt strukturiert vorgehen möchten. Zisch ab! Grüße von meiner Mama. Hey du, hast du Stutenfohlen gesehen? Nicht wirklich. Da beim Schiff können wir dann auch nochmal gucken und so. Aber erstmal gehen wir hier lang. Oh, das nehmen wir mal alles mit hier und dann geht's weiter. Oh, hier ist ein, ich sehe, glaube ich, dass das hier in der Nähe eine Taverne ist. Wir könnten da vielleicht wieder Gwyn spielen, weil ich gehe mal davon aus, dass hier... Da müssen wir nachher mal gucken dann. Dass wir sicherlich bei jedem Tavernenwirt mindestens, Gwyn spielen können. Mindestens. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Das finden wir eigentlich nur heraus, indem wir reingehen und gucken. Hey. Wie wär's mit einem Dreier-Schätzchen? Ja, soll ich noch ein Mädel dazu holen? Nee, ich meinte uns beide und dich. Oh, ach so. Aber in eurem Zustand müsst ihr euch erstmal gegenseitig aufgeilen. Ich hab gerade ein Grinsen im Kopf. Ich weiß, wo ich bin. Alter Falter. Alter Falter. Hier treiben oder bei mir. Uiuiuiuiui. Nirgendwo gibt es schönere. Von der Yaruga bis zu den Drachenbergen. Aha. So, Bordellwirtin. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Aber wir können gegen die Karten spielen, lol. Hast du was zu verkaufen? Ja, erstmal an Geralds Männlichkeit hier zweifeln, wa? Ich spinn ja wohl. Bis dann. Aber ich würde sagen, dass wir nochmal eine Runde Gwyn gegen die spielen können, ruhig. Na? Und dann. Ich habe Lust, Karten zu spielen. Dazu werden nur Hände gebraucht.
natürlich wieder mit dem nördlichen Königreich. Bald können wir auch mal andere Decks spielen. Bald haben wir genug Karten für die anderen Decks. Also Verbrennen ist schon mal ganz gut. Finte ist gut, wenn ich Spione habe. Er hat sicherlich auch Spione drin, also bleibe ich mit der Finte dabei. Dann kann die einmal raus und die einmal raus. Dann habe ich zwei Spione bekommen. Mensch, das hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist ein gutes Blatt für den Anfang. Wir werden sehen. Okay, sie setzt weiter auf Strategie. Das war nochmal Nahkämpfer, ne? Okay. Wenn ich jetzt das machen würde, wären alle vier von sie weg. Also alle, die drei meine ich jetzt. Könnte man machen. Aber ich setze mal auch auf Bogenschütze. Mal auf Bogenschütze. Jetzt. Gebe ich diese Runde ab. Nun denn. Jetzt muss ich zweimal gewinnen, das darf ich nicht vergessen. Er setzt Johann Nathalies. Alles klar. Dann setze ich, wenn du schon Johann Nathalies setzt, Vernon Roche. Dann sind wir zumindest gleich auf. Er setzt ein Katapult, also sie, warum sage ich immer er? Die zerstört keine Heldenkarten, ne? Dann nehme ich Verbrennen, dann würde dein Katapult weg sein. Aber warte mal, dann warte ich nochmal, dann setze ich lieber... hier, die Heilerin. Und heile damit einen Bogenschütze von mir. Vielleicht hat sie ja noch eine andere Achterkarte, aber anscheinend nicht. Okay, dann Verbrennen. Ich weiß zwar nicht, wie ich die oder wohin ich die spiele, aber ich werde es ja sehen. Zack, dann ist die weg. Oh, mein Gegner passt, dann kann ich auch passen. Dann habe ich diese Runde gewonnen. Warte, nicht passen. Okay, gut. Wenn ich nämlich jetzt hier eine Karte zurückrufe, zurückhole, mein Blatt... Ist das dann immer noch ausgeglichen oder nicht? Nee, ist es nicht. Das schaffe ich so nicht. Das heißt, ich muss passen, damit ich gewinne. Zumindest versuche zu gewinnen. Das ist auch noch so eine Sache. Okay, Sultan Chivai. Oder Chivai. Ich muss jetzt diese Runde gewinnen, definitiv. Sie hat noch drei Karten. Was nicht unbedingt mehr viel machbar ist, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt sie schon mit ihren guten Wetterkarten. Das bringt mir natürlich, das macht mir natürlich gar nichts aus. Weil ich selber einen König habe, der die Wetterkarten alle wegmacht. Das ist schon eher ein Problem. Aber da ich keine Bogenschützen habe, auch nicht wirklich. So, sie hat keine Karten. Ich habe somit gewonnen. Und ja. Darf mich denn jetzt auf Stolz einer neuen Karte freuen? Und natürlich 20 Kronen. Mal gucken, was wir kriegen. Keiran.
Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Ich habe gerade gesehen, was das irgendwie für eine Karte war. Und zwar Monsterkarte, weil ich das von der Farbe ja gesehen habe. Da sollten wir mal mehr drauf achten. Keran, genau. Das scheint na so ein Oktopus zu sein. Ein Keran töten, bestes Schwert nehmen, verkaufen, Hexe erneuern. Verstärkt alle Einheiten in der Reihe um plus 1, sich selbst ausgenommen. Das ist natürlich übel, wenn man dann noch auswählen kann, ob es Nahkämpfer oder Fernkämpfer ist. Also die Karte wird wahrscheinlich hinter später Gold wert sein im Deck. Also wollen wir mal gucken, wenn wir da später mal eins aufbauen dann. Nun gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. In der nächsten Folge sehen wir uns hier nochmal um. Meine Hübsche. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.